Europa, was fällt uns ein? Wo fängt es an? Irland, England, die skandinavischen Länder. Polen, Kroatien, Rumänien, Tschechien und so weiter. Holland, Belgien, Frankreich. Südeuropa, Italien, Spanien. Wo hört es auf, würde ich sagen, Türkei. Wenn ich an Europa denke, dann fällt mir als erstes das Projekt der Europäischen Einigung ein, das vor allem Frieden in Europa bringen sollte nach den zwei großen Weltkriegen. Offene Grenzen. Grenzen, Zäune, Banken, Krise. Dass wir einfach reisen können, dass wir dieselbe Währung haben. Krise. Kulturen-Clash. Dann denke ich auch irgendwie an die Probleme, die es gibt, also auch an die kulturellen Unterschiede und sprachlichen Unterschiede und wie schwierig das ist, das zu überbrücken. Einmal denke ich an die Euro-Krise, also die finanzielle Krise, aber auch irgendwie an so eine Wertekrise, dass alle sich jetzt nicht mehr so ganz sicher sind, ob das so das richtige Konzept ist. Der europäische Gedanke entsteht ja relativ spät. Also die Vorstellung von einem gemeinsamen Kontinent und von einer Art europäischer Zivilisation entsteht eigentlich erst mit den Aufklärern des 18. Jahrhunderts. Und dort entsteht auch eben diese Idee, dass Europa Träger des Fortschritts sein wird für die ganze Welt. Und diese Idee wird dann ambivalent, weil er eben auch bedeutet, wir beglücken die anderen ziemlich gewaltsam über Kolonien und andere Dinge. Und wenn man das dann münden sieht, eben in diesen europäischen Machtkampf der beiden Weltkriege, dann kann man erst ermessen, was für ein weiter Weg das ist zu diesem anderen europäischen Gedanken, dass Europa vielleicht nicht mehr eben der Erdteil der Weltbeglücker sein wird, sondern zunächst mal der Erdteil, der mit dem eigenen Selbstzerfleischen, mit Krieg, also mit der Konkurrenz untereinander und dem Konflikt Schluss macht und versucht, gemeinsame kollektive Erinnerungen herzustellen. Ich denke, wenn Europa zukunftsfähig sein möchte und tragbar und nachhaltig sozusagen seine Politik gestalten will, dann ist es unglaublich wichtig, dass es auf die Jugend setzt. Von daher ist Stichwort Jugendarbeitslosigkeit derzeit natürlich ein großes Thema und ich denke, dass da auf jeden Fall Maßnahmen gefunden werden müssen, die das bekämpfen sozusagen, dass die Generation, die heute heranwächst, nicht apathisch wird, nicht wirklich von Europa sozusagen ermüdet wird. At the moment, the European Union isn't quite as democratic as it should be, I believe. And I think that perhaps increased democracy would be required here. So more elections being held for higher positions, because there's positions now which aren't democratically elected. So far, the project has been very much about those that are somehow an elite that can benefit from the integration by the tangible benefits such as labor mobility or such as high education. But my vision is a social Europe that would actually benefit the people on pensions, in their retirement schemes, the young people in primary schools, people from disadvantaged backgrounds. So a Europe that would be truly citizen perspective rather than a kind of elite-driven project. Man könnte sagen, Europa ist sehr in Frage. Man könnte aber auch natürlich umgekehrt sagen, Europa ist so viel Normalität, dass jetzt einfach ganz bestimmte Dinge relativ selbstverständlich in Frage gestellt worden sind, die nicht so prima funktionieren. Aber möglicherweise wird Europa damit gar nicht in Frage gestellt.